Herzlich willkommen in dieser neuen Sendungswoche. Ich freue mich riesig, dass Sie wieder mit dabei sind. Diese Woche kocht für uns ein junger Koch aus Oberösterreich. Er ist Private Chef, er ist Caterer, er hat sein eigenes Unternehmen mit wunderbaren Produkten. Sein Name ist Markus Fuchs und folgende zwei Rezepte hat er heute mitgebracht. Es gibt für Sie Pult-Banana-Burger und dann als süße Nachspeise Bananen-Panna-Cotta mit süßen Weichseln. Schön, dass du da bist, Fuchsi Fuchs. Markus Fuchs, grüß dich. Es gefällt mir immer ganz besonders, wenn du sagst, ein junger Koch. Ja, du bist ja blutjunger Koch. Stimmt, ja. Ein bisschen Trivia für unsere Seher und Seherinnen, die vielleicht noch nicht sehr mit dir vertraut sind. Der Markus war schon einige Male bei uns in der Sendung, aber das Besondere an ihm ist, er ist bei jeder Sendung mit dabei und hilft unseren Köchen immer in der Backstage-Küche oder auch da beim Aufbau, in der Vorbereitung. You've had them all. Ich helfe mit, ich tue was ich kann, dass der Ablauf am Set funktioniert. Und heute darf ich wieder mal hervorkochen und ich freue mich narrisch. Bist du nervös? Aber wie? Na, hör auf. Ja, sicher doch. Wir haben ein super Thema für diese Woche. Auf Neudeutsch heißt es Waste Cooking. In Wahrheit Restelkochen. Restelkochen, ja. Und schauen, dass man ohne Abfall auskommt, beziehungsweise Low Waste sozusagen kocht. Und dementsprechend widmen wir sich heute einfach einmal der Banane, würde ich sagen. Bei der Banane ist ja so, man zahlt immer das ganze Kilo und dann schmeißt man fast, was sage ich denn, ein Drittel schmeißt man weg in Form von der Schalen. Mhm. Und dass man die Schalen essen kann, habe ich durch einen blonden Teammember bei uns ausfinden dürfen. Und wir haben gesagt, wir machen mal ein Rezept mit dieser Bananenschale. Super. Und ich würde dich bitten, dass du gleich mal anfängst. Abwaschen, vielleicht willst du das waschen. Passt, und ich würde sagen, ich fange zum Schnippeln an. Ja, in den Bananenburger geben wir noch ein, also aus der Schale machen wir ein Pulled Banana, das wird geschmort wie Pulled Pork. Und dann machen wir dazu einen Coleslaw, wir machen dazu eine Mayonnaise mit Barbecue-Sauce. Mhm. Es kommt eine Röstzwiebel, Rucola und jetzt vorher haben wir einfach mal die ganze Schnibbelarbeit. Da würde ich da einmal anfangen, wenn das in Ordnung ist. Die anderen Köche schimpfen wir immer, wenn sie sich so viel vornehmen, gell? Und ja. Bei dir sind wir so nachsichtig. Aber wir schauen kriegen wir mal, das alles wird hin in der Zeit. Ja, sonst machen wir zwei Teile draus, oder? Absolut. Aber das ist eine feine Geschichte, oder? Mit den Bananenschalen. Ich habe das selber in einer Fernsehsendung gesehen. Ich habe mir gedacht, das ist eine gute Geschichte. Ja, es ist ganz witzig und ich habe es dann ein paar Mal ausprobiert und es schmeckt auch gut und man ist halt auf der vegetarischen Seite, gell? Das ist so das Thema. Was könnte man theoretisch alles aus Bananenschalen machen? Bananenschalen kannst du dann in eine Curry einarbeiten, du kannst so eine Art Pickles draus machen und du kannst da Chutney auch draus machen. Ach so? Mhm. Und mache ich das dann auch irgendwie mit Essig, oder? Ja, Chutney halt der klassische Ansatz mit, ja, Zwiebel, Ingwer, Chili, ja, für mich also ein bisschen Zitronengras, viel Zucker, Essig, ja, und dann halt einkochen. Verzeih mir, dass ich jetzt kein Rezept bei der Hand habe auf die Gache. Okay. Für das Pult tust du dem jetzt das Weiße außer schön. Mhm. Das ist ein bisschen bitter, das braucht man da nicht. Mhm. Ganz wichtig ist, die Bananen nicht wegschmeißen, weil die nehmen wir dann trotzdem noch fürs Dessert. Das war jetzt irgendwie gegen das System, wenn man. Ja, das war ja auch irgendwie so die Vorgabe, dass man da die ganze Woche über alles verwerten, was noch irgendwie übrig ist oder was halt eine neue Inspiration ist, was sie vielleicht bis jetzt noch nicht so gehabt haben, genau, in ihrem Rezeptrepertoire. Du schneidest da schon die Bananen. Ja, das kann man streifelig, ja. Streifelig. Man kann es, wenn man das Instagram-tauglich machen mag, kann man das schon so mit der Gabel reißen, so, ja, wie beim Pulled Pork. Aber ich finde, so ist es einfach weniger Umsauerei. Genau. Super. Ich habe da das Kraut schon gehobelt. Mhm. Jetzt nehmen wir Karotten dazu. Mhm. Karotten kann man schälen, muss man aber nicht. Das gefällt mir. Wir waschen es einfach. Du hast dir voll viel Gedanken gemacht zum Thema Waste Cooking, gell? Ja, ich bin ja in der Materie schon eine Zeit drinnen. Also von dem her, man hat da schon einmal ein bisschen was da damit, genau. Inwiefern? Naja, wir haben früher, vor dem großen C, haben wir eine Initiative gehabt, die geheißen hat Kochtopf statt Mistkübel, beziehungsweise es gibt es eh nach wie vor, nur ist es ein bisschen reduziert zurzeit. Ja. Und da haben wir auf verschiedenen Veranstaltungen, eben von Supermärkten haben wir
Lebensmittel kriegt, die ausgeschieden worden wären. Das heißt, sei es jetzt das Joghurt kurz vorm Ablaufen, sei es jetzt die Gurken, die was nicht mehr schön ist, sei es jetzt ein Packerl Biotomaten, wo halt eine Verschimmelte drinnen ist. Und das haben wir dort dann vor Ort immer verkocht. Daraus sind sehr viele Rezepte entstanden, weil das war immer ein Blindflug. Also ich habe nicht gewusst, was es gibt. Und dann haben wir halt einfach zum Kochen angefangen. Und aus dem heraus sind ganz witzige Rezepte entstanden. Aber genau. Bist du dann nervös, wenn du dann quasi an dein Kochset fährst und nicht weißt, was auf dich zukommt? Oder bist du so sicher, dass du sagst, ich habe noch immer irgendwas hinkriegt? Am Anfang ist man natürlich ein bisschen nervös, aber das war dann relativ schmerzbefreit, weil ich habe immer geschaut, dass ein Couscous da ist, dass eine Sojasauce da ist, dass ein Sesamöl da ist und dass eine Chilisauce da ist und dann hat man schon einmal gewonnen. Da bringt man dann schon 4, 5 Gerichte immer zusammen. Also, und wie gesagt, die Leute sind auch so dankbar, wenn man dann irgendwie was draus macht. Wir haben das dann nicht verkauft, sondern wir gehen eine freiwillige Spende hergeben. Und dementsprechend ist ja die Erwartungshaltung nicht allzu hoch. Und dann kann man die Leute überraschen, wenn es dann trotzdem gut ist. Cool, gut. So, Bananenschalen haben wir kurz, wir haben es vorher gewaschen gehabt, wir werden es jetzt trotzdem noch mal kurz in etwas Salzwasser einfach einmal aufkochen. Ja. Karotten haben wir jetzt da, geben wir zum Krautsalat dazu. Ja, super. Schau, da haben wir ein bisschen zu viel Kraut runtergehobelt. Das heben wir alles auf. Da machen wir sicher auch noch was draus. Jawohl, machen wir. Schön her. Dankeschön. So, was mache ich als nächstes? Frühlingszwiebeln? Frühlingszwiebeln fein schneiden, bitte in feine Ringel. Jawohl. Ordentlich, wie wir es gelernt haben, auf Finger aufpassen, nicht wahr? Jawohl, Chef. Ich habe da das Kraut und die Karotten, da geben wir einfach mal ein bisschen Salz dazu. Gute Prise. Und fangen an, dass wir das durchmanschkern. Durchmanschkern ist ein typisch oberösterreichischer Küchenfachausdruck. Wir haben immer, wenn wir zwei auf Sendung sind, haben wir dann nachher schon immer Rückfragen auch. Okay, also. Also, weißt du, bevor man toll mit Umteifelbutter und so weiter. Haben wir alles schon gehabt. So, durchmanschkert, wie gesagt, jetzt lassen wir es einfach einmal stehen. Durch das Salz zieht der Krautsalat ein bisschen Wasser, die Karotten ziehen Wasser und das Ganze wird ein bisschen weicher. Genau. Okay. Darf ich dir das schon reingeben? Das kannst du dann schon dazugeben, genau. Mhm. Währenddessen, dass du es dann nur mit durchrührst, werde ich Paprika und Zwiebel schneiden. Für unsere Pult-Banana-Geschichte. Zwiebel einfach eine halbe, da haben wir hinten den gröberen Strunk weg. Dann einfach in Scheiberl. So, das geben wir einfach mit etwas Olivenöl in den Topf einmal. Wie brauchst du das in Streifen? Auch in Streifen geschnitten, bitte, genau. Und der Chef ist schon wieder zu langsam, schau dir das an. Na, gar nicht. Überhaupt nicht. Das ist jetzt quasi die Basis für die Pult-Banane. Wir brauchen die Bananenschalen, die haben Konsistenz. Ja. Also das ist mehr das, was du halt dann den Biss hast. Dafür. Das ist der Fleischersatz. Der Fleischersatz sozusagen. Ja. Ich will aber gar nicht Fleischersatz sagen, sondern das ist halt einfach die Haptik. Und dass wir ein bisschen einen Geschmack zusammenbringen, verwenden wir jetzt Paprika, wir nehmen Knoblauch, wir nehmen den Zwiebel, das braten wir miteinander an. Dann kommt dazu Ketchup und Barbecue-Gewürz. Und dann schwenken wir das mit der Bananenschalen durch und dann hat man so die Konsistenz und das Aussehen von einem Pult-Pork quasi. Ja. Voll, voll gut. Wie wichtig ist dir das in deiner eigenen Küche, dass du alles verarbeitest? Oder bist du eher ein Feinspitz, der von überall die Ware kommen lässt und dann schaut, was passiert? Ja, natürlich ist wichtig, dass man alles verarbeitet, allein schon von wirtschaftlichen Faktor her. Es hat ja keinen Sinn, wenn ich sage, ich nehme nur das Filet raus. Das bringt ja nichts. Es ist in der Natur der Sache, dass man, gerade wenn ein Catering ist, oftmals Sachen entsorgen muss, weil man es halt nicht nur mehr verwenden kann. Mhm. Aber grundsätzlich sollte man natürlich schauen, dass man alles so gut geht verwendet. Genau. Du, Knoblauch hast du da auch schon? Knoblauch habe ich schon geschnitten und reingegeben. Ist der Wahnsinn. Zu schnell. So. Wie gesagt, die Bananen sind jetzt einmal angekocht. Man sieht, da setzt sich da noch ein bisschen was ab. Und das werden wir jetzt einfach abseihen. Ich mache uns da schon eine ultra leckere Soße für den Burger, oder? Genau. Für die Soße haben wir da eine Mayonnaise, wir haben eine Barbecue-Sauce. Wir haben da ein bisschen Sauerrahm und da haben wir ein Räucheröl. Uffa, was ist denn das? Räucheröl, das schmeckt nach Rauch. Wo ist das her? Das habe ich vom Großhandel, gibt es aber im ausgewählten Einzelhandel mittlerweile auch. Beziehungsweise die ganzen Griller und denen, die haben sicher Räuchermehl, also Räuchergewürz zu Hause, das geht da. Sag mal, was nehme ich, wenn ich kein Räucheröl habe? Es gibt geräucherten Paprika zum Beispiel, den man in gut sortierten Einzelhandel kriegt. Und ja, in die Grillshops gibt es normalerweise auch so Liquid Smoke. Mit dem muss man aber eher vorsichtig umgehen, weil es so intensiv schmeckt. Hey, ich mach alles, weil wir wissen, dass das Team das essen wird. Sicher essen die das. Darf ich da dabei weiter tun? Ja. Wir haben da Kraut, Karotten und den Jungzwiebel.
Und Coleslaw ist ja normalerweise eher so ein bisschen eine schwere Geschichte mit Mayonnaise. Das sparen wir sich aber, weil Mayonnaise haben wir eh da bei der Sauce dabei. Jetzt machen wir das Ganze mit einem Joghurt. Das sind jetzt ungefähr, sage ich, 150-200 Gramm Joghurt geben wir da dazu. Dann habe ich da ein bisschen Chili-Sauce, die da mal rein. Etwas gemahlenen Kümmel. Und ein bisschen Sojasauce. Und zu guter Letzt noch etwas Limettenabrieb. Schon her. Ach, da, habe ich schon. So, ich versuche da die ganzen Flankerl rauszu. Da hast du Schneebesser auch schon her. Zum Thema West Cooking. Wir haben da sehr oft auf den Kinderunis gekocht. Und da ist halt vermehrt um das Thema gegangen, Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja. Das ist jetzt im Zusammenhang mit dem Joghurt ganz interessant, weil wir sind ja schon alle so, wie sagt man denn, drauf konditioniert, Mindesthaltbarkeitsdatum, das ist überschritten. Mhm. Ah, das ist nichts mehr. Ja. Mindesthaltbarkeitsdatum ist aber in Wahrheit nur ein Tool von der Industrie, mehr oder weniger, die sagen, okay, bis zu diesem Datum ist das Lebensmittel unter optimalen Lagerbedingungen hundertprozentig haltbar. Ja. Weißt du aber nicht, dass wenn das Joghurt jetzt 2 Tage angelaufen ist, dass ich es nicht mehr essen kann. Also wir haben da sehr oft Kinder dabei gehabt, die gesagt haben, nein, das ist mehr sowieso. Aber teilweise haben die was gesagt, nein, wenn das angelaufen ist, das müssen wir wegschmeißen. Und das ist einfach auch so ein Fehlglaube, weil es trotzdem so ist. Wenn ich das aufmache und eine rieche und eine schaue und das einmal kost und noch gut ist, dann kann ich das nur verwenden normalerweise. Das ist total wichtig, dass du das sagst. Und ich predige das in meinem eigenen Haushalt immer wieder und versuche darauf aufmerksam zu machen. Wie lange ist ein Joghurt haltbar nach dem Haltbarkeitsdatum? Ich übernehme keine Haftung, aber das, ich habe es 3 Monate später auch schon mal gegessen. Dann haben wir da jetzt so Zwiebel und Paprika angeschwitzt, leicht angebraten. Da geben wir jetzt dazu einmal 2 bis 3 Esslöffel Ketchup. Dann haben wir da noch erwähnten geräucherten Paprika. Das tun wir da rein, 2 Teelöffel ungefähr, 1 Teelöffel. Dass wir so wieder dieses Raucharoma haben, der wir das reichen. Achso, nein, das wollte ich schon observieren, aber. Okay. Passt gut. Und da haben wir Barbecue-Gewürz. Das ist so das, was man jedes Jahr einmal von irgendeiner Tante oder so geschenkt kriegt und dann in Kassel stehen hat. Und für das kann man es jetzt wirklich einmal hernehmen. Ja, jeder richtig. Hat das zu Hause, oder? Richtig. Also ungefähr 1 Teelöffel. Das ist jetzt eher würzig, das hat ein bisschen Schärfe. So, und da haben wir jetzt die Bananen dazu. Die Bananen dazu. Man sieht schon, die Flüssigkeit ist ein bisschen zu wenig. Das können wir aber jetzt ganz locker machen, indem wir ein bisschen Wasser noch dazugeben. Und dann lassen wir das einfach so einschmoren. Hast du da was? Super. Mehr? Nein, das passt perfekt. Hey, wir sind voll gut. Wir sind voll gut mit dem Pulled Burger dabei. Das lassen wir jetzt einfach nur schmoren. Das braucht jetzt einfach Zeit. Währenddessen würde ich sagen, fangen wir mit dem Dessert an. Grandios. Easy cheesy, dass wir, wie gesagt, diese Bananen nicht wegschmeißen müssen, weil das war jetzt Fehler im System. Mhm. Zucker. Ja. Karamellisieren. Karamellisieren, das muss man sich mit trauen in einer Kochsendung. Das geht normalerweise immer in den Stein. Wir schaffen das schon her. Ich leg den. Nein, danke. Nicht rühren, auf gar keinen Fall rühren, das wollen wir nicht. Aha. Für was karamellisieren wir jetzt? Also wir machen jetzt den Bananen-Panna Cotta mit Kokosmilch. Mhm. Für das dann wir mal den Zucker karamellisieren. Ja. Da geben wir dann die Bananen rein, schwitzen die da drinnen an. Dazu kommt dann ein bisschen frisch gemahlener Kardamom, Limettenzeste. Mhm. Löschen das Ganze ab mit ein wenig Rum. Mhm. Und gießen es dann aus mit Kokosmilch, lassen es einkochen und binden das dann mit Gelatine ab. Das wird köstlich und dazu hast du gesagt, machst du irgendwas mit Weichsel. Genau, und dazu gibt es dann Chili-Weichseln. Mhm. Die können wir parallel ansetzen, nachdem du schnell bist, ich schnell bin. Ja. Würde ich sagen, wiederum selbe Übung, Karamell. Mhm. 2 Esslöffel Zucker in etwa. Schmelzen lassen. Und du würzt dann diese Weichseln einmal mit einer Chili, die geben wir aber im Ganzen. Da tun wir, das ist mir fast ein bisschen zu wild. Ja, ich würde sagen, seit wann? Diese Menge. 2 solche. Das reicht, würzt auch nicht mehr. Orange, so ein kleines Stickerl davon. Du schneidest so eine Tangente herunter. Eine Tangente. Sagt man das bei einer Kugel, ich bin ja nicht der Hauptschüler. Oder? Eine Tangente. Da haben wir einmal schon Karamell so gut wie fertig. Das kriegt schon eine gute Farbe. Da haben wir jetzt 1/8 Liter Rotwein. Mit dem löschen wir das jetzt einmal an. Das Gesicht nicht rüberholen. Können den schneiden. Genau, das ist ein Weichsel aus dem Glas, ganz normal. Kann man ADK-Weichsel nehmen, da hebe ich dann auch immer das Aufdauerwasser auf. Aromatisieren schon? Genau, rein damit. Die Tangente, dann
zwei so Chili-Streifen. Genau. Und da kann eigentlich schon das. Beim nächsten Karamell haben wir die Tomaten. Bananen nein. Die Bananen, ja. Super. Tomaten. Siehst du, das tun wir jetzt nur ganz kurz karamellisieren. Dann geben wir gleich ein bisschen was von dem Kardamom dazu. Gibt dem so ein wenig einen orientalischen Touch. Da haben wir jetzt, das sind das 4 Zell rum. Dann löschen wir die Gaudi dann ab. Dass ich das mitgehen. Einmal kurz durchkochen lassen. Dann wird dies irgendwie aufdicken mit einer Maisstärke? Ja. Oder? Wir werden das jetzt einmal kurz einkochen lassen. Ja. Dann rühren wir sie da diese Maisstärke mit Wasser ab. Machen den Fond quasi fertig und geben dann die Weichseln wieder dazu rein, dass das so eine cremige Kompottkonsistenz hat. So, was müssen wir da im Panna Cotta weiter tun, dass der fertig wird? Also, die Bananen, die schwitzen da so dahin mit dem rum. Da haben wir jetzt noch einen halben Liter Kokosmilch. Lernen wir auch noch dazu und lassen das einfach auch einmal aufkochen. So, Maisstärke, wie viel? Stopp. Wir müssen es einmal kochen lassen. So, da geben wir jetzt die Weichseln wieder dazu. Super, aber das ist jetzt so und da müssen wir aufmixen, oder? Das ist haben fertig, genau. Und das werden wir jetzt aufmixen. Sehr viel. Du darfst das natürlich machen. Lass ich die Bauern zusammen, schmeißen die runter. Schau mal, passt das so? Mhm. Gut. Schaut gut aus, ja. Das ist jetzt glatt gerührt, glatt gemixt, mehr oder weniger. Jetzt stellen wir es auf Seiten. Da haben wir schon 3 Blatt Gelatine eingeweicht. In kaltem Wasser. Wenn man das Ganze wirklich vegan halten möchte, weil wir haben ja da jetzt keine tierischen Zutaten drinnen an für sich, dann macht man es nicht mit Blattgelatine, sondern mit einem pflanzlichen Geliermittel, so wie Agar-Agar oder dementsprechend. So, das lösen wir da einfach jetzt, nachdem es eh noch warm ist, lösen wir es drinnen auf, rühren es nur einmal durch. Das kann man in die Heiße reingeben, ist kein Problem. Es sollte nicht mehr kochen, es sollte nicht zu heiß sein. Und dann tun wir das Ganze einfach nur einmal durch ein Sieb durch. Ich weiß nicht, wie genau das du gemixt hast. Schau mal zugeschaut, wie es du arbeitest, das hilft schon nicht. So schön, ja. Das ist alles großartig. Weil da werde ich uns jetzt nur die Burger in ein bisschen Butter wenden. Du bist schon wieder beim Burger, es ist unglaublich. Passt das? Ja, sowieso. Du hast mir es so befohlen. Ja. So, Panna Cotta Masse. Jetzt füllen wir das da einfach ganz wild in diese Gläser ab. Das ist ein super vorbereitbares Dessert. Kann man Gläser nehmen, auch Weingläser oder was Kleineres? Natürlich, man kann es auch in Schüssel rein tun, aber für die Kamera ist es halt besser, wenn man es so sieht. Ich glaube, es ist auch eine gute Idee, wenn man die ein bisschen auskühlen lassen, bevor wir es in den Kühlschrank stellen, oder? Jawohl, also nicht alles so ganz wohl, meine ich da. Jetzt wächst Energieeffizienz und das ist wie im Fernsehen, wir haben sie ja schon mal vorbereitet. So ist es. Stellen wir das da noch hin. Soll ich es da bringen? Wenn du möchtest, sehr gerne. Oder sag an, was nein, du. Nein, alles außer. Dann müssen wir da schauen, dass diese Brioche-Burgers nicht. Wie lange braucht es zum Durchkühlen? Wenn man es am Vorabend macht, ist man ganz sicher. Und sonst sollten 2 Stunden auch reichen. Also, das ist jetzt ehrlicherweise 2 Stunden drin. Ja. Ist schon ganz fest geworden. Und ja, ich würde sagen, richten wir an, oder? Doch. Bist du noch? Ich bin voll dabei. Du bist safe. Was sehr hättest du denn gern zum Anrichten? Wir haben da noch. Von den letzten Aufnahmen ist uns einmal ein Schokokuchen überbleiben, wir dann halt Restel verwerten, haben wir gesagt. Ja. Und für sowas ist so ein Schokokuchen perfekt und da darf man gar nicht irgendwie großartig schön wie schneiden. Wie trocken ist denn der? Wie trocken ist wirklich? Nein, das passt schon. Ah, das tust du unten drunter, eben das oben drauf? Nein, das tun wir da so rein, so okay. Ein bisschen, das ist quasi ein Crumble. Ja. Kann man das ja nehmen. Man kann auch alte Kekse verwenden, wenn irgendwie gerade was da ist oder irgendwelche anderen Schokokekse oder man macht sich selber einen Schokocrumble. Aber wie gesagt, mit einer Restelverwertung diese Woche. Dann haben wir da Bäckernüsse, die haben wir einfach ein bisschen in Honig karamellisiert. Die streuen wir da noch drüber. Upsala. So, und da kann man aber auch nehmen, was halt gerade an Nüssen daheim ist. Was an Nüssen daheim ist, ich mag nur selber keine Walnüsse, weil wir die dann auf der Zunge brennen. Darum habe ich mir doch die Bäckernüsse da ganz gut. Ich habe dir gerade eine wunderschöne Rutsche gelegt. Hm? Wenn ich sage Nussen, musst du aufschreien, weil du bist ja der Nussexperte. Ich bin der Nusskönig aus dem Mühlviertel sozusagen. Also wie sage ich es am besten? Fuxi Fuchs ist berüchtigt für seine Fuxis Nuts. Genau. Und das ist, du karamellisierst die, du tust die mit Chili würzen, du tust die salzen, du tust die in allen Varianten. Gibt es von dir, warum Nüsse? Weil sie da waren.
Nein, war irgendwann einmal so eine Idee, dass man einfach Curry Nuts macht, dass man Nüsse quasi mit Zucker karamellisiert und dann aber trotzdem irgendwie ein bisschen deftig würzt und nicht klassisch. Ja. Und aus dem aus ist es entstanden. Es gibt mit Curry-Geschmack, mit Purple-Curry-Geschmack, mit auch in süß. Da haben wir noch was. Das ist auch schon vorbereitet. Das ist einfach nur Kokosmilch. Okra mit ein bisschen Zucker. Ein halber Liter in den Sahnesiphon mit zwei Kapseln begast. Und das tun wir da jetzt noch oben drüber. Und man muss sagen, alle deine Rezepte findet man im ORF Teletext auf der Seite 356, bei uns auf den Homepages, auf Facebook, auf Instagram. Und in der ORF-Nachlese bist du dann wieder drinnen. Ich freue mich drauf. Mit ausklappbaren Poster, Starschnitt genau, in der Mitte, alles da. So. Lässig. Kokosschaum da oben drauf, da haben wir noch ein bisschen Kardamom, das drehen wir noch drüber, weil es gut ist. So, und jetzt. Magst du den Coleslaw mit dem gemeinsam auf dem Teller haben? Was ist dein Plan? Ja, wir bauen die Burger einfach jetzt zusammen. Wir bauen die Burger schon her, da hast du die super Soße. Die super Soße. Wir erinnern uns, in der Soße war Folgendes drinnen. Mayonnaise, so, ja. Barbecue-Soße, die man immer im Kühlschrank herumstehen hat und die immer alt wird, außer alt. Und dann war nur dabei, ich glaube, es war Joghurt oder Sauerrahm. Sauerrahm haben wir dazu genommen, das Ganze auch ein bisschen. Und ein wenig Räucheröl. Räucheröl, ja, genau. Das würde ich sagen, da mal ganz burgerlike unten rein. So, etwas Rucola drauf. Mhm. Oder was man halt an Salat herumlegen genau. hat zu Hause. Ah ja, jetzt Pult Banana. Pult Banana, wo haben wir denn unseren Coleslaw versteckt? Da ist ja, er schon, ja? Ich hab dann schon hergestellt. Den werden wir da so drauf geben. Machen wir nicht an, oder? So, oder? Mach zwei. Okay. Mach zwei, so, ich habe eh schon wieder auf die Tube gedrückt. Der hat jetzt so richtig schön angezogen. Der hat richtig schön angezogen. Und wie gesagt, das ist nicht so ganz so schwer mit Mayonnaise oder so. Mhm. So. Schau, was ich da für gutes Werkzeug gebracht habe. Du machst das sensationell. Du bist zufrieden mit mir. Ja, unglaublich. Danke. Ich bin auch zufrieden mit dir. Danke. Jetzt würde ich dir immer schon sagen, dass du einen super Job machst für uns. Jetzt bin ich wieder rot. Danke dir. Ich war rot. So, ein bisschen Röstzwiebel da haben wir noch drüber für den Crunch. Der ist ehrlicherweise einfach gekauft. Mhm. Da haben wir noch ein paar Erdnüsse. Ebenso crunchy. So, Deckeln. Deckel drauf. Deckel drauf. Auch noch Soße. Same story. Das ist super. Wir haben den Markus Fuchs übrigens die ganze Woche bei uns zu Gast. Er wird jeden Tag zwei Rezepte mitbringen, die ein bisschen das verwerten, was im Kühlschrank liegen bleibt, die ein bisschen neue Inspiration geben, was man alles mit Zutaten machen kann, die man sowieso zu Hause hat. Und wir schauen auch drauf in der Woche, dass wirklich alles verwertet wird. Schauen Sie mal. Sag mir mal, was du gezaubert hast. Das ist ein Pult-Banana-Burger mit einem Coleslaw, mit einer Barbecue-Mayonnaise und Röstzwiebel. Und da haben wir eben unseren Bananen-Banacotta mit Chili-Weichseln, mit einem Schoko-Crumble, Bäckernüsse und einem Kokosschaum. Mahlzeit, ich bin super neugierig. Einfahren, komplett. Alles mitnehmen? Einfach einmal alles, bitte. War halt wichtig. Und? Ja, nicht so deppert wie so Schokokuchen. Das ist gut. Schau, wie es gierig sind hinter der Kamera. Gierig sind hinter der Kamera, schau, ja, ich sehe es gierig. Mhm. Und das Beste ist, nachdem alle immer Bananenbrot machen mit alten Bananen, das ist auch gut. Das ist richtig gut. War es nicht so schwierig. Danke. Bitte. So, und jetzt verabschieden wir uns. Ich sage danke. Markus, das letzte Wort hast du. Ja, ich sag danke. Ich hoffe, es wird eine lustige Woche. Sicher sogar. Sollen wir es wagen? Probieren wir. 3, 2, 1. Warte mal kurz. Ja, genau, das ist eine gute Idee. Machen wir so. Ich hilf dir, ja? Ja, danke. Du bist der Schatz. Du auch, oder? Und du brauchst nicht. Ich zieh mir noch keinen raus. Jawohl. Cheerio, 1, 2, 3. Nichts fürs erste Date, aber so. Gar nicht so schlecht, oder? Das ist gut. Boah. I love you. Me too. Entschuldigung. Danke.